Was geht, meine Freunde? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine kleine Erinnerung, ich streame jetzt Freitag bis Sonntag von 19 bis 22 Uhr auf Twitch. Einfach mal hier reinklicken und wir sehen uns dort. Würde mich riesig freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. Ich will jetzt gar nicht so lange schnacken, legen wir direkt los mit dem Tutorial. Let's go. Wir starten in den Biddle Grip. Und zwar unser Daumen ist hier unten in der rechten Ecke und unser Ringfinger und Mittelfinger ist oben an der rechten Ecke. Und was wir dann tun, von dem Biddle Grip aus, wir kommen mit unserer anderen Hand mit dem Daumen hier unten hin und holen ein kleines Packet, okay? Und unser Ringfinger auf der anderen Seite hält an der Kante des Packets ebenfalls die Karten fest, okay? Von hier aus rotiert unser Indexfinger das Packet. Wenn wir das Packet einmal rotiert haben, greift unser linke Hand, wenn ihr Linkshänder seid, spiegelt das einfach. Und nehmen wieder ein kleines Packet ab, hier. Und wir sind jetzt in dieser Position hier, okay. Was wir dann tun ist, das mittlere Packet geht einmal hier rein und wird rotiert. Und wird hier wieder angelegt auf den oberen Packet. So. Wir heben wieder ab in den Straddle Grip, nehmen wir ein kleines Packet. Das wird automatisch hier rotiert, das mittlere Packet, wie ihr sehen könnt. Was wir dann tun, wir helfen noch ein bisschen nach. Unseren Daumen drücken wir hier rein und unseren Indexfinger hier oben rotieren wir das auch nochmal ein bisschen. Und was wir dann machen können, ist dieses Packet mit dem oberen Packet zu schließen. Okay, wir heben ein kleines Päckchen ab, rotieren es unseren Indexfinger, kommen dann mit unseren Mittelfinger und Indexfinger an den oberen Packet und splitten wieder ein bisschen ab, ein Teil davon. Das wird rotiert, unser Daumen hilft nach, drückt dagegen. Da kommt unser Indexfinger, rotiert auch nochmal dagegen und dann schließen wir das Packet. Was wir dann von hier aus machen ist, dieses Packet hier extended, okay? Also ihr geht damit raus. So hier. Gleichzeitig, wenn ihr das macht, okay, hat unser linker Daumen das Packet hier an der Kante fest und unser Ringfinger das Packet rechts oben in der Ecke fest, okay? Und wir rotieren das hier und machen gleichzeitig, extenden gleichzeitig das Packet, okay? Und so, wenn es jetzt so ranschließt, könnt ihr diesen Closer machen. Noch einmal, wir rotieren es, unser Mittelfinger und Kleinfinger, heben ihr ein kleines Packet ab, Daumen drückt dagegen, Indexfinger kommt, rotieren das noch einmal, schließen einmal ab, extenden, gehen hier wieder zurück und schließen. Wichtiger Punkt ist der Flow in dieser Position hier, wenn ihr das Packet abhebt hier und dann das mittlere Packet nochmal rotiert. Das muss ein sauberer Übergang sein, damit die Rotation halt besser aussieht, okay? So hier. Okay, wie ihr das schafft ist, wenn ihr hier seid, das Packet anhebt, euer Daumen hier drückt dagegen und schiebt dieses Packet, die Kante hier, zu euren Indexfinger, damit euer Indexfinger hier die Karte nochmal drücken kann, damit es nochmal eine Rotierung macht. So. Dagegen drücken. Ihr müsst es einfach mal ausprobieren, es ist super schwer zu erklären. Ihr seid hier, rotiert, Päckchen anheben, Daumen drückt dagegen, Indexfinger zieht, rotiert es noch einmal, abschließen, extenden, hier rüber, boom. Das war's schon, meine Freunde. Wenn es euch zu schwer war, übt ein bisschen, macht eine Pause, kommt morgen zurück und übt es nochmal. Das ist nichts, was man jetzt sofort kann, aber für die meisten, die ja schon ein bisschen länger sind, eine Cardistry, die sollten es relativ schnell hinbekommen. Für die anderen einfach weiter üben, Freunde, lasst euch nicht unterkriegen. Und ja, viel Spaß damit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Oh mein Gott!